eine Runde mit der Scrapper von Korolev. Und zwar die Scrapper, einer meiner absoluten Lieblingswaffen. Ich liebe diese Waffe. Sie carried mich auch durch diese Runde. Also ich carry die nicht, die Scrapper, sondern sie mich. Das ist eine Runde aus der Beta, also eine der früheren Spielphasen. Ich wusste damals noch nicht mal, was ein Jeff ist. Ich bin wenig mit einem Messer rumgerannt und. Und ja, es ist schön, mal wieder diese alten Runden zu sehen. Und wir haben auch die Daten nochmal zusammengefasst, die wir aktuell haben. Die KM9 Scrapper immer noch S-Tier. Also sie war, ist und ich hoffe, sie bleibt auch eine Weile in oberen Rängen und noch lange in den oberen Rängen. Und wird uns noch einen langen Weg begleiten, dass sie mindestens A-Tier bleiben wird im Laufe der Zeit. Ja, wir gucken mal, wie es weitergeht. Aber bis dahin, viel Spaß mit der Runde. Ey, es ist wieder so eine Sache, ne? Oh, noch zwei Tage. Angemeldete Tage 12 und 14. Das heißt, am Samstag... Am Sonntag haben wir unseren Legendary Skin. Deswegen immer normal ausrüsten. Immer so eine Runde reingehen. Dass man für sich selber sagen kann, egal was kommt, ich hab halt Spaß an der Runde. Weißt du? Es wird eine coole Runde. Let's go. Und im Hinterkopf natürlich dann behalten, was du machen möchtest in der Runde. Was ist so dein Ziel? Was sind so die Ideen für dich selber, ne? Also möchtest du ein bisschen Geld machen oder möchtest du hier und da was machen? Und wenn ich mir zum Beispiel meine Mission angucke, meine Mission ist, ein wertvolles Datenlaufwerk abzugeben und Kreaturen zu killen in Bright Sands, bei der Grabungsstelle. Das ist halt sehr, sehr praktisch. Die Grabungsstelle ist oben an Anschluss zum Dschungel, das heißt, da können wir auch die Fokuskristalle mitholen. Sieg, du musst mal Phasmo spielen. Ja, Phasmo haben wir ja gespielt. Aber... Boah, sieht geil aus. Gerade die Meteoriten runtergekommen. Mein Exit ist ein Felstümpel. Gehen wir rüber zum Felstümpel. Oh, ein Duo-Team. Let's go. Warte mal, sichern wir erstmal ein paar Sachen. Nein. Ich will lautlos dahin kommen. Verfolgen die mich jetzt? Ich hoffe nicht. Ich müsste die jetzt umlaufen haben. Messer. Oh, zwei Hatchies. Haben die echt nur ein Messer dabei gehabt, oder? Oh mein Gott. Deswegen, Leute, geht nie mit dem Messer raus. Eieiei. Okay. Noch ein Spieler. Ich sehe es nicht. Duo Team links. Ich glaube einer rechts. Boah, ey. Wollen wir auch noch probieren? Das... Voll verdaddelt. Du
Wir müssen aufpassen. Duo-Team kommt bestimmt gerade hier zu uns. Okay, ein bisschen Muni auffüllen. Das darf er behalten. Unsere Rüstung? Seine Rüstung? Ist besser. Wechseln wir die Rüstung. Helm? Okay, go, go, go. Moin, Kaffee, grüße dich. Wunderschönsten. Oh. Uff. Spieler oben im Turm. Oh, jetzt bin ich im Sandwich eventuell, weil hinter mir auch zwei sind. Wobei, ich weiß nicht, ob die zwei mir folgen. Oh. Er ist direkt hinter dem Stein. Kannst du schwer einschätzen, oben, unten. Was hat der für eine Waffe noch dabei? Gib mir dein Loot. Gib mir deinen Loot, ich geb dir meinen. Geil. Der war auch schön. Und nochmal eine bessere Rüstung. Muss ein Headshot gewesen sein. Fokuskristalle. Nice. Nice, nice, nice. Nice. Leider nur normale Spritzen, aber ich befürchte... Ah ne, warte mal, wir nehmen den Koffer. Können wir uns gerade mit dem hier heilen? Oh, nur noch ein Schuss. Ja, nehmen wir die Muni noch mit. Und wir sollten uns ein bisschen bewegen, weil hinter mir jetzt noch dieses Duo-Team gelandet ist. Wir haben jetzt so viel geschossen. Mich wundert es, dass die noch nicht da sind. Die scheinen gar kein Interesse an einem Kampf zu haben. Wir hätten schon längst da sein müssen. Es waren drei normale. Da höre ich Schüsse. Das ist das Duo-Team, glaube ich. Wenn das Duo-Team ist, dann sind die super weit weg. Dann lass uns hier Blumen und Pilze holen. Okay, das ist nicht so weit weg. Ungelootet. Trau der Sache nicht. Mal da Schritte? Ja, Schritte. Fuck. Immer einer mehr. Einer. Möglicherweise zwei. Oh nein, ist das Duo-Team jetzt? Nee, der ist alleine. Läuft. Bessere Spritzen. Ja, okay. Dann war das der eine, den wir gehört haben. Das Duo-Team ist immer noch nicht da. Dann gehen wir jetzt hinten zum Sumpf.
Wir gehen davon aus, dass oben keiner ist. Hol das Ding. Freue ich mal nicht so früh. Ich finde es cool, wenn man die Gegner hören kann. Die Reichweite ist super. Die Richtungsangaben sind auch super. Das Einzige, was unmöglich ist, meiner Meinung nach, oben, unten. Gar keine Chance. Wie oft bin ich nach oben, habe ich nach oben geschaut und plötzlich werde ich von unten angeschossen und so Scherze. Boah, wenn der da oben noch ist, ne? Ich höre nix. Vielleicht campt er oben. Also vielleicht ist da noch einer da oben. GG's. GG's.